Herzlich willkommen zur zweiten Einheit des Online-Kurses Lernen im Netz. Nachdem Sie in der ersten Einheit theoretisches Hintergrundwissen zu Lerntheorien erworben haben, darf ich Ihnen in dieser Einheit verschiedene Lernmedien vorstellen. Was sind also Lernmedien? Zunächst einmal ist klar, dass sich der Begriff aus den Wörtern Lernen und Medien zusammensetzt. Damit nun die Begrifflichkeiten im Medienkontext nicht verschwimmen, möchte ich an dieser Stelle kurz näher auf den Begriff Medien eingehen und im zweiten Video dann auf Lernmedien im Detail, die im Grunde ja eine Teilmenge der Medien in ihrer Summe sind. Vermutlich hat jeder bzw. jede von Ihnen eine persönliche Vorstellung, wenn Sie sich über den Begriff Medien Gedanken machen. Beispielsweise meinen Sie Fernsehen, Internet, Telefon, Computer, DVD, die Älteren unter Ihnen womöglich auch noch Floppy Disk oder Kassette und viele mehr. Auch in der Literatur und der Medienwissenschaft gibt es vielerlei Definitionen von Medien und daraus abgeleitet diverse Unterscheidungen von Medien. Hier ein paar Auszüge von möglichen Definitionen bezüglich Medien. Medien sind als Vermittler von Informationen zu verstehen. Medien sind Vermittlungsträger von Informationen. Medien sind Informationsvermittler zwischen Quelle und Senke. Medien sind Mittler und bilden eine Sphäre der Vermittlung. Medien sind komplexe, institutionalisierte Systeme, umorganisierte Kommunikationskanäle von spezifischem Leistungsvermögen. Medien sind praktische Therapeuten, Medium zwischen Guru, Therapeut, Supervisor und Zielperson. Medien sind unsichtbare, nicht materialisierbare Informations- und Kommunikationssysteme. Medien sind vermittelndes Element. Medien sind Technik zum Speichern, Übertragen und Verarbeiten von Informationen. Sie sehen sehr viele Ansätze, Medien zu definieren und alle sind in ihrer Art und Weise auch korrekt. Das heißt, betrachtet man Medien als Fachdisziplin, stellt diese Disziplin bei Weitem keine einheitliche dar. Je nach Wissenschaftsgebiet findet man unterschiedliche Bedeutungen und Definitionen des Begriffs Medien. Während zum Beispiel in der Medienwissenschaft der Begriff Medien ein System umfasst, das aus Sender, Empfänger und Kommunikationskanal besteht, werden in den Umweltwissenschaften die Elemente Luft, Wasser und Boden als Medien bezeichnet. Sie sehen also, dass die Sichtweise auf Medien und deren Definition je nach wissenschaftlichem Fachgebiet sehr unterschiedlich sein kann. Als kleinster gemeinsamer Nenner sei hier vorgeschlagen, Medien sind Träger von Informationen. Auf eine differenzierte Auseinandersetzung des Medienbegriffs in den unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinen möchte ich jedoch nun verzichten, sondern vielmehr zwei Ansätze aus der Medienwissenschaft vorstellen, den Begriff Medien etwas genauer zu klassifizieren. Um Informationen weiterzuleiten, bedarf es Sender und Empfänger. Das älteste und wichtigste Medium ist die Sprache. Dadurch wurde die Weitergabe von Informationen unter den Menschen ermöglicht. Und die Sprache, ist auch die Grundlage für alle anderen Formen der medialen Kommunikation, da zum Beispiel auch Bildinformationen im Kopf wieder in Sprache umgewandelt werden. Mithilfe der Schrift gelang es dann, Text festzuhalten und damit eine viel größere Personengruppe als Empfänger zu erreichen. Mit dem Ende des 19. Jahrhunderts und vor allem im 20. Jahrhundert wurden elektronische Medien immer wichtiger. Dazu zählen Audio-, Video- und Bildmedien, Software und seit Tim Berners-Lee, dem Erfinder des World Wide Webs, mit stetig wachsender Bedeutung auch das Internet. Die Aufschlüsselung verschiedener Medien könnte an dieser Stelle noch sehr viel differenzierter vorgenommen werden. Dennoch möchte ich hier darauf verzichten und stattdessen nun die zwei bereits angekündigten Ansätze zur Klassifikation von Medien vorstellen. Der Ansatz von Harry Pross aus den 70er Jahren unterscheidet primäre, sekundäre und tertiäre Medien. Demnach sind primäre Medien dadurch gekennzeichnet, dass weder zur Produktion noch zur Rezeption, also zum Empfang, technische Hilfsmittel benötigt werden. Dazu zählt zum Beispiel die menschliche Stimme, die Gestik oder Mimik. Bei sekundären Medien handelt es sich um Medien, die auf Produktionsseite zur Übertragung der Information ein technisches Hilfsmittel benötigen. Für die Empfänger bleibt der Inhalt aber ohne Hilfsmittel wahrnehmbar und empfangbar. Darunter fallen beispielsweise sämtliche Printmedien. Und zu guter Letzt werden bei den tertiären Medien sowohl für den Sender als auch für den Empfänger technische Hilfsmittel vorausgesetzt. Dazu zählen sämtliche elektronische Medien, beispielsweise Fernsehen, Radio und Internet.
Die Medienklassifikation nach Konrad Umlauf basiert auf 4 übergeordneten Medienklassen. Diesen ordnet er die verschiedenen Medientypen zu und kommt folglich zu einer konkreteren Trennung des Medienbegriffs. Konrad Umlauf unterscheidet technische Medien, skriptografische Medien, typografische Medien und ikonografische, auditive, audiovisuelle Medien. Technische Medien setzen sich nach Umlauf aus Übertragungsmedium, Speicher- bzw. Trägermedium und dem Telemedium zusammen. Ein Datenkabel wäre zum Beispiel ein Übertragungsmedium. Physische Informationsträger wie zum Beispiel eine DVD oder eine Festplatte gehören der Gruppe der Speicher- bzw. Trägermedien an und Telefon oder Rundfunk sind Beispiele für Telemedien. Zu den skriptografischen Medien zählen sämtliche von Hand gefertigte Text- oder Bildinformationen. Die typografischen Medien vermitteln Informationen anhand technisch hergestellter Schriftzeichen und die vierte Gruppe vereint die ikonografischen, auditiven und audiovisuellen Medien. Ikonografische Medien sind Bildmedien und enthalten die Information als statische Bilder. Auditive Medien sind akustische Informationsträger, wie zum Beispiel eine Radiosendung, und audiovisuelle Medien enthalten auditive und visuelle Informationen zugleich, wie zum Beispiel Fernsehsendungen oder Internetvideos. Darüber hinaus gibt es heute den Begriff Multimedia, der mit der Vermittlung digitaler Inhalte aufkam. Der Begriff Multimedia beschreibt die digitale Informationsvermittlung von Text, Ton, Bild und Video in einem einzigen Medium. Zum Ende des Videos sei also nochmal kurz zusammengefasst, dass dem Medienbegriff nicht eine einzige Definition zugrunde liegt, sondern abhängig vom Wissenschaftsgebiet können unterschiedliche Bedeutungen identifiziert werden. Die heute weit verbreitete Verwendung des Begriffs Medien ist mitunter eingeschränkt und schließt daher einige Bereiche aus, da mit dem Begriff Medien oft nur technische Medien gemeint werden. Sie wissen aber nun, dass Medien sehr viel weitläufiger interpretierbar sind und haben darüber hinaus 2 Ansätze kennengelernt, wie Medien zu klassifizieren sind. Soviel zum ersten Teil im Kapitel Lernmedien. Im zweiten Video lernen Sie Lernmedien in ihren verschiedenen Ausprägungsformen näher kennen.